Papaya. Papaya ist die Frucht des Papaya-Baums. Papaya ist aber auch die Bezeichnung für den ganzen Baum. Papaya wird auch als Melonenbaum bezeichnet. Papaya ist eine Pflanzenart aus der Familie der Melonenbaumgewächse und viele sagen, dass Papaya aus Mexiko stammt. In Indien bekommt man besonders gute Papayas, auch besonders große Papayas. Papayas wachsen auf Bäumen, nämlich dem Papaya-Baum oder einfach als Papaya bezeichnet. Die reife Papaya ist meistens gelb oder orange. Die Papayas als Frucht haben viele Kerne. Papayas schmecken nur leicht süßlich. Wenn man sie mit Zitrone anfüllt, dann schmecken sie besonders gut. Wenn man Papayas essen will, wäre die einfachste Weise, die Papaya in zwei Teile teilen, dann die Kerne rauszunehmen. Man kann auch einige Kerne essen. In den Kernen sind viele gute Sachen drin. Und also sie sollen sehr heilend sein. Das sind große Mengen an Papain, also ein eiweißspaltendes Enzym. Und die Kerne der Papaya wurden gerne auch als Entwurmungsmittel verwendet. Und sie werden auch bis heute verwendet, um Eiweiß besser verdauen zu können. Von der Papaya wird aber vor allen Dingen die Frucht gegessen und es ist wichtig, dass die Frucht weich ist. Es gibt viele Deutsche, die erstmals eine unreife Papaya essen und dann denken, dass Papaya schlecht schmeckt. Aber es gilt nur einfach, weiche Papayas zu kaufen, die typischerweise schon etwas gelb sind, und das Fruchtfleisch muss sich eben weich anfühlen, ohne deshalb faul zu sein. Papaya hat bestimmte Heilwirkungen. In der Naturheilkunde wird Papaya verwendet, auch bei Hauterkrankungen, Blasenschwäche und Nierenschwäche. Papaya, die Blätter der Papaya können auch verwendet werden für Entgiftung und auch bei Husten und auch bei Pilzinfektionen. Man kann Papaya auch nehmen zum Abnehmen, also die Frucht zum Abnehmen und zur Entgiftung, wie auch gegen Verdauungsschwäche. Die Samen der Papaya verhelfen wiederum gegen Verdauungsschwäche, sind gut gegen Durchfall, auch gegen Pilzinfektionen und gegen Menstruationsbeschwerden. Man sagt auch, dass Papaya gut ist gegen Wechseljahrbeschwerden. Papaya stärkt auch das Immunsystem und soll Krebs vorbeugen. Papaya wird natürlich am meisten angewendet, indem man einfach die Frucht isst. Sie gehört zu den Superfoods, das heißt, die besonders gute Wirkung haben. In Indien werden die unreifen Früchte auch zu Chutneys verkocht und unreife Früchte kann man auch verwenden wie Zucchini oder Sommerkürbisse. Also Papaya, gut für die Verdauung, gut fürs Immunsystem, entgiftet den Körper, eine gute Hilfe beim Abnehmen. Übrigens in Deutschland sind mehr die kleinen Formen der Papaya bekannt. Man findet aber auch in Naturkostläden inzwischen auch die in Indien populäreren, größeren Papayas, die bis zu 50 cm lang werden können.